und Liebe. Ja, das klingt toll. Wissen Sie, eigentlich wollten wir Sie um Ihre Hilfe bitten. Mein Onkel möchte für seine gute Bekannte Senta Senf dazu eine tolle Mahlzeit zubereiten. Ach ja. Ich würde so gern die Tapas von Seite 56 machen. Ich kann das Rezept schon auswendig. Ich habe mein neuestes Kochbuch mitgebracht. Oh ja? Großartig! Sie sind in Fantasticos Händen hervorragend aufgehoben. Ich werde Sie begleiten und zwar Schritt für Schritt. Was, wenn man Tapas zubereitet, zu erwähnen bliebe? Man koche stets mit Leidenschaft, Gefühl und Liebe. Man nehme eine Scheibe Brot und kombiniere sie mit leckeren frischen Zutaten, Geschmack und Fantasie. Mit leckeren frischen Zutaten, Geschmack und Fantasie. Und natürlich Olivenöl. Voll. Können wir mit dem zweiten Schritt fortfahren? Ja, klar, Pablo. Weiter geht es mit Gefühl und Liebe. Alles schön der Reihe nach. Jetzt folgt der nächste Schritt. Wir brauchen viele Power-Snacks und alle singen mit. Wir brauchen viele Power-Snacks und alle singen mit. Und das Olivenöl. 1, 2, 3. Lecker, frisch und lustig. 4, 5, 6. Gut sind Power-Snacks. Wenn man kocht, kocht man mit Liebe und Gefühl. Und das Gefühl geht in die Seele und die Seele geht ins Essen. Und das Essen und die Seele und die Liebe. Oh, was? Verzeihung, manchmal verliere ich ein bisschen die Beherrschung. Wo war ich? Ah, bei Schritt 3. Alles mit Gefühl und Liebe. Alles würzen wir mit Liebe, sodass es herrlich schmeckt. Auch Leidenschaft ist wichtig und das Ganze passt perfekt. Ah, ihr wisst, was ich meine. So kann man brillieren als Küchenmatador. Was könnten wir servieren? Es fehlt nur noch ein Tor! Nein, 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 Verzeihung. Das ist meine andere Leidenschaft, Fußball. Ich wollte sagen, was könnten wir servieren? Es fehlt nur noch Olivenöl!